Das ist bekannt. Und das ist neu. Schon auf den ersten Blick ein deutlicher Unterschied, nicht wahr? Schauen wir einmal ein wenig genauer hin. An der Stelle fehlt zum Beispiel beim neuen Instrument etwas. Temperatur und Tankanzeige sitzen jetzt außen und haben eine andere Form bekommen. Und hier unten hat sich offensichtlich auch etwas geändert, und zwar entscheidend. Denn wo beim E23 Programm und Fahrstufe angezeigt werden, besitzt das neue Kombi eine Informationszentrale. Und um diese geht es in unserem Programm. Alle Informationen, die sonst von der Check Control geliefert werden, kann der Fahrer jetzt im Display auf seinem Kombi ablesen. Mit dem Lenkstockschalter kann er sich, sozusagen per Fernbedienung, außerdem noch alle Daten, die sein Bordcomputer zu bieten hat, auf das Schriftfeld übertragen. Und selbst das Radio ist in das neue System integriert. Der Vorteil ist eindeutig. Zusammen mit den übrigen Instrumenten im Kombi werden dem Fahrer alle wichtigen Informationen über den Zustand seines Fahrzeugs im primären Sichtfeld angezeigt. Aber das ist nicht der einzige Vorteil. Hier noch ein paar Beispiele. Das System spricht nicht nur eine Sprache. Wenn wir den Zündschlüssel auf Position 1 drehen und die Check-Control-Taste 10 Sekunden drücken, ändert sich jeweils die Sprache in der Anzeige. Die Gesamtkilometer und die Tageskilometer können jetzt hier abgelesen werden. Die Service-Intervallanzeige befindet sich dort. Und wer ein Automatikgetriebe im Fahrzeug hat, erfährt hier sein Programm und die Fahrstufe. Auch an dieser Meldung ist etwas neu. Sie erscheint nämlich selbst dann, wenn das Licht ausgeschaltet ist, da bestimmte Lampenstromkreise auch im nicht eingeschalteten Zustand überwacht werden. Da wir gerade beim Licht sind, für eine optimale Beleuchtung des gesamten Kombis wurde auch gesorgt. Die Skalen im E32 werden nicht mehr von oben beleuchtet, sondern von hinten. Mit diesen drei Glühlampen. Die Helligkeit der LCD-Anzeige wird mit einem Fototransistor an das Umgebungslicht angepasst. Das Gerät hat noch mehr Vorteile zu bieten, die wir später auch noch kennenlernen. Eines jedoch dürfte jetzt schon klar sein. Das neue System ist vielseitiger, leistungsfähiger und komplexer. Neue Fähigkeiten verlangen auch neue Konstruktionen und einen neuen Aufbau. Ein Blick hinter die Kulissen macht das deutlich. Dieser kleine Stecker zum Beispiel hat's in sich, wie wir bald sehen werden. Im Kombi selbst beherrscht die Elektronik das Geschehen jetzt noch stärker als zuvor. Die gesamte Check Control ist hier integriert. Es gibt aber auch Aufgaben, die nicht von der Zentrale erledigt werden. An verschiedenen Stellen im Fahrzeug sitzen deshalb Bausteine, die wichtige Teilfunktionen übernehmen. Im Stromverteiler sind zwei Module untergebracht. Sie sind steckbar, das erleichtert die Servicearbeiten.
das Lampenkontrollmodul und das Check-Control-Modul. Auch im Kofferraum, neben der linken Heckleuchte, befindet sich noch ein Gerät. Dieses Anhängermodul wird jedoch nur eingebaut, wenn das Fahrzeug eine Anhängerkupplung erhält. Damit haben wir bereits die wesentlichen Komponenten unseres Systems gesammelt. Die Zentrale bildet das Kombi-Instrument mit all seinen Anzeigen und dem Kodierstecker. Dazu das Check-Control-Modul C, C, M, das Lampenkontrollmodul L, K, M und das Anhängermodul A, H, M. Sowie Bordcomputer und Radio, die in das System eingebunden sind. Wer tut nun was in diesem System? Schauen wir uns die Aufgaben der einzelnen Komponenten einmal genauer an. Das Kombi-Instrument ist die Zentrale, in der alle Signale zu Anzeigen verarbeitet werden. Mit seinem Mikroprozessor steuert es den gesamten Datenverkehr und sorgt zum Beispiel dafür, dass einlaufende Meldungen in Textform ausgegeben werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Kodierstecker. Dieser besitzt einen Speicher, in dem fahrzeug- und länderspezifische Daten enthalten sind. Ohne ihn müsste für jeden Fahrzeugtyp und jedes Einsatzland ein eigenes Kombi-Instrument verwendet werden. Deshalb hat auch jedes Fahrzeug seinen eigenen Stecker mit einer Kodiernummer. Die kann übrigens so abgelesen werden. Die Taste neben der Kilometeranzeige drücken und den Zündschlüssel in Position 1 drehen. Die Tageskilometeranzeige wird dabei nicht gelöscht. Ein Stecker soll immer bei seinem Fahrzeug bleiben. Ist er doch einmal ausgetauscht worden, bekommt das Gehäuse für den Ersatzstecker eine rote Kappe und in der Kilometeranzeige erscheint von da an ein roter Punkt. Das hat seinen Grund. Im Stecker sind nämlich die Gesamtkilometer gespeichert. Die Tageskilometer können mit der Reset-Taste gelöscht werden. Sie befinden sich in einem separaten Speicher. Die Daten für die Service-Intervallanzeige sind ebenfalls im Kodierstecker abgelegt. Gelöscht werden diese, wie üblich, mit dem Rücksteller. Allerdings brauchen wir zusätzlich einen Adapter. Und wie steht es nun mit den Aufgaben der übrigen Komponenten? Damit der Fahrer bei normaler Fahrt nicht dauernd durch irgendwelche Mitteilungen abgelenkt wird, gibt es das Check-Control-Modul. In ihm wird ein großer Teil der Signale gesammelt und für den Abruf bereitgehalten. Das Lampenkontrollmodul überwacht, wie sein Name schon sagt, bestimmte Lampenstromkreise. Und das Anhängermodul wird als Relaisstation für die Anhängerbeleuchtung benutzt. An den Aufgaben von Bordcomputer und Radio hat sich nichts geändert. Ohne Signalgeber können die Module unseres Systems nicht arbeiten. Wohin werden nun die Signale gesendet, die zum Beispiel vom Ölstandsgeber, vom Sensor für Bremsverschleiß oder vom Öldruckschalter kommen? Direkt in das Kombi-Instrument gelangen alle Signale, die unmittelbar mit der Betriebssicherheit des Fahrzeugs zu tun haben. Das sind zum Beispiel Warnungen, wie der Speicherdruck für die Bremsen reicht nicht aus. Der Bremsflüssigkeitsstand ist zu niedrig. Die Bremsverschleißgrenze ist erreicht. Der Öldruck hat zu stark nachgelassen.
Das Kühlwasser wird zu heiß. Die Handbremse ist noch angezogen und so weiter und so fort. Alle übrigen Signale gehen in das Check-Control-Modul ein, mit Ausnahme derjenigen, die zur Lampenüberwachung dienen. Dazu gehören zum Beispiel Informationen wie: Der Kühlwasserstand ist zu niedrig, der Bremslichtschalter funktioniert nicht, die Heckklappe ist offen oder der Waschwasserstand ist zu tief abgesunken. In das Lampenkontrollmodul gehen Signale von den Lichtschaltern ein. Also die Stellung des Lichtschalters, des Bremslichtschalters und des Nebellichtschalters. Bleibt noch das Anhängermodul. Hier kommen die Signale von den beiden Rücklichtern des Fahrzeuges an. Vom Rücklicht links und rechts getrennt, weil diese auch getrennt abgesichert sind. All die Signale, die nicht direkt in das Kombi eingehen, müssen nun von den einzelnen Modulen an die Zentrale geleitet werden. Das geschieht über eine Datenleitung. Als erstes ist hier das Check-Control-Modul angeschlossen, dessen Signale Vorrang haben. Deshalb gehen auch die Signale vom LKM und AHM nicht direkt ins Kombi, sondern erst einmal an das CCM und von dort aus weiter. Erst wenn vom Check-Control-Modul keine Signale gesendet werden, erhalten Bordcomputer und Radio Zugang zur Zentrale. Diese beiden Geräte senden ihre Signale nicht laufend an das Kombi, sondern erst auf Anforderung. Anfordern kann der Fahrer mit dem Lenkstockschalter. Unter all den Signalen, die in das Kombi eingehen, ob direkt oder über andere Module, gibt es nur wenige, die unmittelbar angezeigt werden, wie zum Beispiel die Fernlichtanzeige oder die Blinkerkontrollen. In der Regel durchlaufen die Signale eine oder mehrere Stationen, werden im Mikroprozessor im Kombi verarbeitet und kommen dann zur Anzeige. Betrachten wir zunächst die Aufbereitung einiger Signale, die direkt in das Kombi eingehen und dann an die Zeigerinstrumente weitergeleitet werden. Damit die Tankanzeige auch bei scharfer Kurvenfahrt den richtigen Wert anzeigt, wurde sie elektronisch gedämpft. Dass beim Tacho die Kilometer nicht mehr mechanisch gezählt werden, haben wir bereits gelernt. Und auch bei der momentanen Verbrauchsanzeige hat sich eine Kleinigkeit geändert. Bisher wurde bei Leerlauf im Stand ein Maximalwert angezeigt. Bei dem neuen Instrument verschwindet der Zeiger jetzt unter der Maske. Für die Anzeige der Kühlwassertemperatur werden die Geberwerte ebenfalls elektronisch aufbereitet. Der Zeiger folgt dem Temperaturanstieg nur bis in den Bereich der normalen Betriebstemperatur. Dort reagiert er kaum noch auf Temperaturschwankungen, um den Fahrer nicht zu verunsichern. Erst wenn der Normalbereich deutlich überschritten wird, steigt er wieder zügig an. Dazu erscheint eine Warnung in der LCD-Anzeige. Und damit sind wir beim Display, dem neuen Anzeigengerät in unserem Kombi. Zusammen mit dem Gonggeber, unten links am Armaturenbrett, wird der Fahrer vielseitig gewarnt und informiert. Ein offener Kofferraum muss zwar nicht gleich lebensgefährlich werden, aber eine Warnung ist das wert. Dafür gilt dasselbe.
In beiden Fällen gelangt die Meldung von den Massekontakten über das CCM zum Mikroprozessor im Kombi. Trotzdem tut sich auf dem Display nichts. Erst wenn der Tacho meldet, dass sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hat, erkennt der Mikroprozessor den Fehler. Und beim Überschreiten der 10-Kilometer-Marke lässt er die Warnung ausgeben. Ein Bremslichtschalter fällt sicher selten aus. Wenn das aber doch einmal passiert, dann ist es mit der Verkehrssicherheit vorbei. Also wurde auch hierfür eine Überwachung entwickelt und die funktioniert folgendermaßen. So werden die Bremslichter normalerweise angesteuert. Beim E32 haben wir aber bekanntlich ein Lampenkontrollmodul, das ja unter anderem den Zustand der Bremslampen überwacht und diesen an das Check-Kontrollmodul meldet. Zur Überwachung des Bremslichtschalters wurde nun ein zusätzlicher Bremslicht-Testschalter eingebaut, der gleichzeitig betätigt wird und ein Massesignal an das CCM legt. Dieses Signal und das Signal vom LKM werden zum Mikroprozessor gesendet und dort ausgewertet. Bleibt das Signal vom Bremslichtschalter nun aus, so wird der Fehler auf dem Display angezeigt. Ein typischer Fall für das Lampenkontrollmodul. Ein Ablettlicht fällt aus. Das LKM ist schließlich für die Überwachung von bestimmten Lampenstromkreisen zuständig. Was dabei neu ist, die Meldung kommt direkt beim Einschalten der Zündung. Und zwar auch dann, wenn noch gar kein Licht an ist. Wie funktioniert das? Betrachten wir zunächst einmal die Überwachung bei eingeschaltetem Licht, die sogenannte Warnüberwachung. Hier haben wir einen normalen Lampenstromkreis. Schalten wir ihn ein. Wenn wir jetzt in den Strompfad einen niederohmigen Widerstand legen, der die Helligkeit der Lampe nicht beeinträchtigt, entsteht an ihm ein kleiner Spannungsabfall. Und der wird dazu benutzt, mit einem sogenannten Komparator eine Information an das CCM zu senden. Im kalten Zustand, wenn der Kontakt geöffnet ist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Bei dieser sogenannten Kaltüberwachung hilft nochmal ein Widerstand, diesmal aber hochohmig. Ist die Zündung eingeschaltet, fließt über ihn ein kleiner Strom am Schalter vorbei, der die Lampe aber nicht zum Leuchten bringt. Für die Arbeit des Komparators reicht er jedoch aus. Für die Anhängerbeleuchtung ist bekanntlich das AHM zuständig. Das Modul schaltet sich automatisch ein, wenn ein Anhänger angekuppelt wird. Wird im Fahrzeug der Lichtschalter betätigt, sorgt das AHM mit seinem Relais dafür, dass auch die Rücklichter am Hänger angehen. Fällt im Modul eine Sicherung aus, erscheint im Display die Anzeige. Es gibt Fehler, die schwerwiegendere Folgen haben. Und solche, die harmloser sind. Auch unser Warnsystem macht da Unterschiede. Es erkennt drei verschiedene Prioritäten, je nach der Dringlichkeit, mit der die Fehler dem Fahrer gemeldet werden müssen. Zur Prioritätsgruppe 1 gehören alle Fehler, die die Verkehrssicherheit und die Betriebssicherheit des Fahrzeuges akut gefährden,
wie zum Beispiel eine zu hohe Motortemperatur oder zu wenig Bremsflüssigkeit. Sind Betriebs- und Verkehrssicherheit bedingt gefährdet, haben wir es mit Fehlern der Prioritätsgruppe 2 zu tun. Zum Beispiel, wenn ein Rücklicht ausfällt oder die Bremsbeläge abgenutzt sind. Zur Prioritätsgruppe 3 gehören Meldungen über Füllstände, wie etwa vom Waschwasserstand oder vom Motorölstand. Wie wird dem Fahrer nun die unterschiedliche Dringlichkeit deutlich gemacht? Bei der Priorität 1 gibt es in der Anzeige zusätzlich einen Gong und die blinkenden Hinweiszeichen. Löschen kann der Fahrer die Meldung nicht, sie taucht anschließend gleich wieder auf. Bei Fehlern der Priorität 2 erscheint zum Beispiel die Anzeige Bremsbeläge mit Gong und dem Hinweis auf die Betriebsanleitung. Nach 2 Minuten verschwindet die Meldung und hinterlässt zur Erinnerung diese beiden Hinweiszeichen. Mit der CC-Taste kann die Information jederzeit wieder abgerufen und gelöscht werden. Die Meldungen der Prioritätengruppe 3 erscheinen nur bei Fahrtantritt und Fahrtende für jeweils 20 Sekunden, nämlich wenn die Zündung eingeschaltet wird. Und wenn sie wieder ausgeschaltet wird. Auch hier gibt es einen Gong, wie bei jeder Fehlermeldung, aber es bleiben keine Hinweiszeichen stehen. Natürlich kann man mit der CC-Taste auch diese Meldung jederzeit löschen. Und was passiert, wenn zum Beispiel zu einem Fehler ein zweiter hinzukommt? Nehmen wir einmal an, beide Bremslichter sind ausgefallen. Das wäre also ein Fehler der Priorität 1. Und dann meldet das LKM, dass das linke Abblendlicht ebenfalls defekt ist. Ein Fehler der Gruppe 2. Der Fehler mit der hohen Priorität wird angezeigt wie üblich. Kommt der zweite Fehler hinzu, wird dieser nur für 20 Sekunden eingeblendet und erhält ein Pluszeichen. Das bedeutet, dass es noch mehr Fehler gibt als den, der gerade angezeigt wird. Will der Fahrer wissen, welche, kann er sie, wie üblich, mit der CC-Taste abrufen und löschen. Nach 20 Sekunden erscheint wieder der Fehler mit der höheren Priorität, jetzt auch mit einem Pluszeichen versehen. Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, so sieht unser Anzeigenfeld bei normaler Fahrt aus. Schließlich ist das Display nicht nur dazu da, Alarm zu geben, sondern es soll auch den Komfort für den Fahrer steigern. Dazu gehört zum Beispiel, dass er sich alle Anzeigen des Bordcomputers auf die LCD-Anzeige übertragen kann. Was im Einzelnen per Fernbedienungstaste übertragen werden soll und in welcher Reihenfolge, das kann der Fahrer selbst bestimmen. Und zwar so. Zündschlüsselstellung 1 oder 2. Fernbedienungstaste mindestens 3 Sekunden drücken, bis im LCD-Display Programm erscheint. Und dann programmieren. Die Anzeigen im Display laufen später in der Reihenfolge ab, in der jetzt die Bordcomputertasten gedrückt werden. Zum Schluss noch die Set-Reset-Taste, damit die Programme gespeichert werden. Nehmen wir einmal an, sie reagiert nicht, wie sie reagieren sollte, die Tankanzeige. Woran könnte das liegen?
Am Tauchrohrgeber oder seinen Zuleitungen? An der Elektronik im Kombi? Oder am Anzeigegerät selbst? Hier kann der Servicetester weiterhelfen, denn auch der E32 wurde in die BMW-Diagnose aufgenommen. Die Bedienung ist bekannt. Nicht vergessen, die Zündung einzuschalten und 03 anwählen. Nach der Eingabe von 300 plus Quittungstaste gibt der Tester 2 Sekunden lang ein Signal über den Mikroprozessor auf die Tankanzeige. Bei der ersten Begegnung wirkt das Kombi-Instrument vielleicht etwas kompliziert. Aber mit ein wenig Übung werden Sie sicher bald mit dem neuen System vertraut sein.